Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Jahr neigt sich zu Ende. Was für ein Jahr. Es war geprägt durch Corona. Corona hat unser Leben geprägt, unsere Arbeit geprägt. Viele hatten große Sorgen und auch ein bisschen Angst, große Angst, entweder um ihre Gesundheit, auch um ihre Arbeit oder auch um das Unternehmen, das sie über Jahre hin aufgebaut haben. Jetzt gehen wir auf Weihnachten zu. Wir wollen unsere Lieben treffen und auch da prägt Corona natürlich das Weihnachtsfest. Wir müssen nach wie vor Rücksicht nehmen aufeinander und wir haben sehr bescheidene kleine Weihnachten in der Familie. Aber vielleicht ist es auch eine Chance, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Mal wieder miteinander zu spielen, anstatt jeder auf sein iPhone zu gucken, wo die nächste Veranstaltung stattfindet. Wir versuchen einfach, das Beste draus zu machen. Wichtig ist, dass wir jetzt auch einen Impfstoff haben, der etwas Licht am Horizont auch gibt. Licht am Horizont, um ins neue Jahr zu gehen, um auch hoffentlich dann wieder zu einer Normalität zurückzukommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Vor allem im Kreis Ihrer Lieben. Bleiben Sie gesund und gehen Sie ins neue Jahr mit Zuversicht und auch vor dem Hintergrund, was für Innovationen, was der medizinische Fortschritt jetzt gebracht hat, innerhalb in kürzester Zeit und wir hoffentlich bald wieder zu unserem normalen Leben zurückkehren, wo wir Freunde treffen können und auch da oder dorthin mal wieder reisen und Neues kennenlernen dürfen. In diesem Sinne verabschiede ich mich in diesem Jahr. Nutzen Sie Zeit für sich und für Ihre Lieben und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Machen Sie es gut.